Ich befinde mich in einer der wichtigsten Städte für die Marineforschung. Und das ist eine Stadt, die definitiv nicht am Meer liegt. Ich bin in Trier an der Mosel. Trier, die vermutlich älteste Stadt Deutschlands. Hier an der Universität und an der Hochschule beschäftigen sich Wissenschaftler mit Fragen zum antiken Seehandel. Sie wollen herausfinden, auf welchen Routen damals die Römer vor 2000 Jahren mit ihren Seeschiffen durchs Mittelmeer gefahren sind. Welche Waren wurden transportiert? Wie schnell konnten sie segeln? Und wie waren diese Schiffe gebaut, mit denen sie gesegelt sind? Wie wichtig war der Seehandel für das Aufblühen und für das Erstarken des römischen Imperiums? Dieser Frage und vielen anderen will ich nachgehen. Ich treffe jetzt Pascal Warntging. Er geht ganz neue Wege bei der Suche nach den Handelswegen. Die beiden Uniprofessoren Christoph Schäfer und Lukas Clemens nehmen den Quereinsteiger Pascal Warntging in die Mitte. Er hat alte Geschichte und Wirtschaft studiert und lange im Handel gearbeitet. Deshalb diskutiert er aus der Sichtweise eines Managers und mit der Neugier eines Althistorikers die Herausforderungen des antiken römischen Seehandels. Ein gewisses Know-how der verschiedenen Segeltechniken ist dabei natürlich von Vorteil. Es geht ums Segeln, Herr Warntging. Und deshalb habe ich am Wochenende gebastelt mit meinem Sohn zusammen und habe dieses schöne Segelboot gebastelt. Und zwar mit einem Segel, so wie heute eine Segeljacht aussehen würde. Aber da ich weiß, dass wir uns über das Segeln von vor 2000 Jahren unterhalten, habe ich auch noch ein anderes Segel gebastelt. Dieses hier. Was unterscheidet Segelschiffe mit diesen unterschiedlichen Segeln? Vor allem den Kurs, den man segeln kann, den Windwinkel. Man kommt mit diesem Segel gegen den Wind an. Stecken wir das nochmal rauf. Das ist schick, ne? Ja, sieht gut aus. Also, wenn der Wind hier von vorne kommt, kann ich zumindest schräg so oder so an diesen Wind heransegeln. Genau, bis zu 30 Grad in der Regel. Ziemlich spitz eigentlich, ja. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, durch das sogenannte Kreuzen gegen den Wind voranzukommen. Genau. Und das gab es aber früher nicht. Ein gewisses technisches Know-how voraus. Es setzt vor allem auch einen entsprechenden Kiel voraus, der den Gegendruck des Windes dann hält und das in Vortrieb entwickelt. Und früher sahen die Segel eben so aus. Also ich kenne diese Segel auch zum Beispiel von den Hansekoggen. Ne? Das sind sogenannte Rahsegel. Auch die Gorch Fock hat doch zwar nicht nur eins, aber die hat doch lauter solche Segel. Genau. Ja? So wurde über Jahrtausende war das eine dominante Form der Takelage. Es gab durchaus auch noch andere. Lateinersegel ist noch ein anderes großes Format, was dann in speziellen Situationen eingesetzt wurde. Aber die meisten Handelsschiffe hatten diese Segel. Wie kann man mit einem solchen Segel segeln? Wenn der Wind von hinten kommt, ist es ganz einfach. Dann, so, ne? Genau, wird man vorangetrieben. Wenn der Wind von der Seite kommt, geht es auch noch, weil man in der Regel das Segel drehen kann. Ah. Ja, dann bewegt man sich auch. Ja. Schwierig wird's, kreuzen? Ja, kreuzen nicht. Schwierig wird es, wenn der Wind von vorne kommt. Und deshalb ist Pascal Warntging der Frage nachgegangen, unter welchen Wetterbedingungen im Mittelmeer überhaupt gesegelt werden konnte und auf welchen Routen das möglich war. Das Besondere ist, dass Informationen aus sehr vielen unterschiedlichen Informationsquellen zusammengebracht werden. Einmal die ganz klassischen schriftlichen Quellen, Papyri, Inschriften, antike Texte, aber auch archäologische Erkenntnisse, Schiffswracks zum Beispiel oder auch die Rekonstruktion antiker Schiffe und Messdaten aus diesen Rekonstruktionen, Amphoren, Scherben, aber auch moderne Klimaforschung zu Wetterbedingungen, Messdaten zu Wind- und Wellenverhalten und auch Erkenntnisse aus moderner Regatta-Software von Segelrennen. All das wird zusammengebracht, um präzise Ergebnisse zu erhalten. Das heißt also, Sie haben, ich nehme an, die Wetterdaten der heutigen Zeit genommen, welche Winde gibt es am Mittelmeer und dann geschaut, welche Routen sind theoretisch überhaupt möglich. Genau. Und was haben Sie da herausbekommen? Dass Routen, die möglich waren, recht begrenzt sind. Und das heißt, es gibt eben sehr stark abhängig von der Windrichtung und gibt es zum Beispiel, wenn man von Rom nach Alexandria will, ist der Hinweg ganz einfach und der Rückweg sehr schwierig. Außerdem, so erzählt er mir, verliefen die Routen oft anders als bisher gedacht. So führte der schwierige Rückweg von Alexandria nach Rom nicht quer durchs Mittelmeer,
sondern zunächst schnurstracks nach Norden. Und erst in der Höhe von Rhodos konnten die Schiffe nach Westen weitersegeln. Ein erstaunliches Ergebnis. Wie viele unterschiedliche Strecken im Mittelmeer haben Sie eigentlich untersucht und wie viele Routen haben Sie berechnet? Ich habe 50.000 Berechnungen durchgeführt, auch teilautomatisiert über den Computer. Das wäre alleine gar nicht möglich gewesen, das ist der Segen der Technik. Rund 150 unterschiedliche Strecken. Also 150 Handelswege über das Mittelmeer in der damaligen Zeit. Die Handelskapitäne waren Profis, die sind meistens immer wieder dieselbe Strecke gesegelt. Wir haben Inschriften, auch Grabinschriften von antiken Händlern, die zum Teil 70, 80 Mal dieselbe Route gesegelt sind. Und die kannten sich dann aus. Die kannten an Landmarken, so wie heute ein Segler in seinem Seegebiet sich wunderbar auskennt und auch keine Seekarten mehr braucht, kannten sich die Römer eben auch. Was ich interessant finde hier auf diesen Bildern, wo man diese Routen sieht, die sind sehr eng beieinander, die verschiedenen Routenmöglichkeiten. Es gab also keine große Streubreite. Im Sommer nicht. Das ist eben je nach Jahreszeit. Deswegen sagte man, dass im Winter das Meer geschlossen sei. Das wurde sehr lange in der Forschung als wörtliches Mare Clausum, als wörtliches Verbot, als tatsächliches staatliches Verbot gewertet. Gemeint war aber eher, dass es sehr gefährlich war im Winter, weil sich die Windverhältnisse dauernd änderten. Aber im Sommer hat man im Mittelmeer an vielen Stellen recht stabile Windverhältnisse. Und deswegen, wenn man sich dann für eine Route entschieden hat und das eine Route ist, die mit Rabetakelung gut funktioniert, dann kann man die auch immer auf einer relativ geraden Strecke segeln. Ziel ist ja in der Forschung immer, die Forschung voranzubringen. Und ich hoffte eben dadurch, einen Blickwinkel ergänzen zu können zu den bestehenden Blickwinkeln, also eine zusätzliche Perspektive zu bieten, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und meiner Berufserfahrung, weil das einen immer auf Fragestellungen bringt, die andere sich vielleicht so gar nicht stellen. Denn letztlich galt ja auch damals ein Wirtschaftlichkeitsprinzip, die Händler in Rom wollten und mussten Geld verdienen. Selbstverständlich. Und im Übrigen gar nicht so unterschiedlich von heutiger Zeit. Wenn man heute, im Augenblick haben wir ein Niedrigzinsniveau, aber wenn man sich in den letzten 20, 30 Jahren Renditeerwartungen anguckt, da rechnen ganz viele Unternehmen mit einem Kapitalkostensatz von 6%. Ja. Den findet man auch in römischer Zeit. In römischer Zeit, die Römer sagten, wenn ich eine Handelsfahrt unternehme, muss das deutlich mehr als 6% bringen, denn 6% hole ich schon über Landwirtschaft. Das heißt, diese Renditebetrachtung war in römischer Zeit ganz klar auch vorhanden und Handelsreise, Investition in Handelsreise war Risikokapital. Im Englischen würde man sagen Venture Capital, weil man sich auf den Weg tatsächlich begeben musste und es konnte auch was schiefgehen. Wir können doch eigentlich das damalige Römische Reich und das Handelsimperium und die Handelswege doch vergleichen, 2000 Jahre später, mit der heutigen Zeit. Wir haben auch heute einen europäischen Handelsraum. Die EU, wir haben eine Währung, zumindest in den meisten Staaten der EU. Damals gab es eine Währung. Kann man das wirklich vergleichen? Also Geschichte, wie sagte Mark Twain, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben manchmal. Ja. Es gibt durchaus Parallelen. Vergleiche hinken immer. Aber was schon bemerkenswert ist, dass klar herauskam, auch in meinen Untersuchungen, dass der Wohlstand in der römischen Zeit deswegen so lange gehalten hat und der Handel so lange profitabel war, weil man vor allem ein verlässliches Rechtssystem hatte. Mhm. Also Verlässlichkeit ist ein ganz großes Thema für Händler. Handel sucht Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit im Rechtssystem, Frieden. Mhm. Es passierte auf See relativ wenig. Piraten sind immer ganz schlecht fürs Geschäft. Und zwar nachdem das Römische Reich sich kriegerisch ausgedehnt hatte. Aber da galt auch noch längere Zeit, gab es Frieden. Ne? Genau. Und zwar an den Außengrenzen gab es zwar immer mal wieder Konflikte, aber innerhalb des Römischen Reiches auf dem Wasser gab es kaum Konflikte und es gab kaum mehr Piraten, gab kaum etwas, was den Handelsverkehr störte. Es gab wenige Zölle, relativ niedrige Zölle. Beste Bedingungen also für einen erfolgreichen Handel, bei dem die Segelschiffe auf dem Mittelmeer eine zentrale Rolle spielten. Gehandelt wurde alles Mögliche, von Weizen über Olivenöl und Wein bis hin zu Farben. Im Depot des Rheinischen Landesmuseums Trier kann Warn gegen originale antike Farbpigmente begutachten. Zusammen mit Corana Deppmeier und Lukas Clemens diskutiert er die Herkunft der Farben
die im antiken Trier verwendet wurden und deren Pracht noch heute im Rheinischen Landesmuseum zu bestaunen ist. Aus der Verwendung bestimmter, besonders seltener Farben lassen sich viele Rückschlüsse ziehen, denn Farben waren ein wertvolles Gut. Sie wurden über weite Entfernungen, teilweise aus Asien kommend, bis weit hinein ins Römische Reich transportiert. So sind Farben ein weiterer Puzzlestein, um den Welthandel in der Antike besser verstehen zu können. So kennen wir die Antike, Herr Warnking. Weiße Säulen, weiße Skulpturen und Köpfe. Dabei habe ich mal gelesen, dass die Antike auch knallbunt sein konnte. Ja, sie war weitestgehend bunt und viele dieser Farben sind heute nicht mehr auf den Ruinen zu sehen. Und deswegen hat man sich das lange vorgestellt, es sei alles weiß gewesen. Und hat das sogar noch so als edles, weißes, edle weiße Antike dargestellt. Das ist aber völlig falsch. Sie war bunt. Welches waren denn die Hauptfarben, mit denen damals gearbeitet wurde? Sehr unterschiedlich von Jahrhundert zu Jahrhundert. Rot spielte eine ganz große Rolle. Rot war eigentlich die wichtigste Farbe, auch die Herrscherfarbe, weil insbesondere ganz hervorragende Rottöne wie das Purpur sehr teuer waren und damit war es ein Machtsymbol. Purpur hat sich als Kennzeichen der Macht ja durch die Jahrtausende gehalten. Es war die Farbe der Könige, war dann lange die Farbe der katholischen Kirche, stand immer für Macht und Reichtum. Also man hat zum Teil für wertvolle Farben auch wirklich Geld gelassen, ja? Ja, sehr viel Geld. Teilweise waren Farbpigmente teurer als Gold. Also das wurde mit mehr als Gold aufgewogen. Und wo kamen diese Farben, die Sie in Pompeji gefunden haben, her? Ganz unterschiedlich. Es gibt, man hat in Pompeji eben auf dem Marktplatz gab es Farbhändler, die mit solchen Farbpigmenten auch gehandelt haben. Also letztlich waren das ja Mineralien, ja. Ne? Ja. Und die konnten teilweise von sehr weit herkommen. Also das Blau, das beste Blau war Lapis Lazuli, kommt aus dem heutigen Afghanistan. Das ist nach wie vor neben Chile heute noch das einzige Vorkommen von diesem Pigment. Aha. Es gibt aber Blau auch, man kann auch Blau über einen chemischen Prozess herstellen, was die Ägypter sehr perfektioniert haben, daher ägyptisch Blau. Das heißt, einiges Blau kam eben auch aus Alexandria. Und über die Jahre hat dann im Umland von Pompeji ist es dann gelungen, das dort auch chemisch herzustellen. Das heißt, es gab dann auch ein lokales Blau. Und das unterschied sich dann in der Intensität der Farbe und dann auch in dem Preis. Das Lapis Lazuli aus Afghanistan war der Luxusvariante. Und die lokalen Farben waren billiger. Ja. Die importierten Farben waren deshalb ein Statussymbol. Waren ein Ausdruck des Wohlstandes. Im Trierer Museum am Dom präsentiert Restaurator Stefan Schuh fantastisch erhaltene römische Wandmalereien. Das war Luxus pur, meint Lukas Clemens. Das schönste Blau kam aus Afghanistan, Grün aus Zypern und Weiß aus Ägypten. Farben. Für die Forscher an der Universität Trier sind sie ein Schlüssel zur Analyse der Handelswege vor 2000 Jahren. Der Transport erfolgte hauptsächlich über das Mittelmeer, auf genau ausgetüftelten Routen. Das hat Pascal Warnking erstmals exakt nachgewiesen. Und so schließt sich der Kreis, hier in den Weinbergen von Trier. Jetzt wissen wir, warum und wie genau die Farben aus den entlegensten Winkeln dieser Erde zum Mittelmeer gekommen sind, zunächst bis nach Rom und dann auch eines Tages bis hierher nach Trier. Wenn Sie einmal hier sind, gehen Sie ins Landesmuseum oder ins Dommuseum, denn dort können Sie diese original römischen Farben noch heute bestaunen. Und Sie wissen etwas über die Handelsrouten von damals.